Shalom, noch eine Frage. Ihr behauptet, dass Jesaja 53 auf Jeschua als den Messias hinweist. Wenn ich aber die Kapitel davor und danach betrachte, komme ich zu dem Schluss, dass es nicht um den Messias geht, sondern um uns als sein Volk, die wir leiden müssen und in Zukunft erhoben werden. Mich interessiert eure Sicht dazu. Ja, Sie haben natürlich recht. Im Kontext weist vieles auf Israel hin. Aber Knecht Gottes in Jesaja 53 ist auch was Besonderes. Nämlich, er ist absolut unschuldig. Und Jesaja schreibt ständig unserem Volk, dass wir gesündigt haben. Zweitens, der Knecht Gottes in Jesaja 53 stirbt. Israel ist nie gestorben und wird nie sterben, da Gott Israel von Ausrotten bewahrt. Und es gibt weitere Argumente, aber da unsere Zeit sehr begrenzt ist, will ich auch dazu was sagen. Nämlich, ja, um Israel geht in diesem Kontext. Aber der Messias, unser Maschiach Jeshua, ist wie vollkommener Israel. Sie ist der beste Jude aller Zeiten. Er erfüllt die Rolle und die Berufung Israels. Unsere Berufung in eine perfekte Art und Weise. Für uns sowie auch für andere Völker. Shalom.